Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Haringway. Wir spielen Super Mario Maker weiter und wir starten heute mit einem Level von 80. Ja, der eine oder andere wird sich erinnern. Na gut. Der Level heißt Aerial War Kicks Version 1, so wie es scheint. Und also wenn es das ist, was ich denke, was es ist, dann kann ich es nicht. Aber es ist ja nie zu spät, um gewisse Dinge einfach mal zu lernen. Deswegen gucken wir uns das Ganze jetzt einfach mal fröhlich an. Und was? Ach so, nee, okay. Ich habe mir was anderes runter vorgestellt. Und das hier ist ja... Das ist ja fast schon cool, die Idee. Okay. Mein Ehrgeiz ist jetzt auf den ersten Metern geweckt. Auch wenn das Ganze jetzt furchtbar... Oh ja, es wird furchtbar nervig werden. Oh, scheiße. Okay, alles klar. Aber die Idee ist ja super cool. Und warum? Interessanterweise kann man... Scheiße. Warum funktioniert das erst so richtig, wenn die Wolke... Also wenn, sobald man... Den Wandsprung. Wenn ich den Wandsprung hier vorne setze, dann springt Mario zu weit nach rechts ab. Also warum funktioniert das erst, sobald die Wolke über dem Abgrund schwebt? Das finde ich ein bisschen seltsam. Ich verstehe die Mechanik halt dahinter nicht, aber interessant ist es trotzdem. Das ist eine echt coole Idee. Bist du von allein drauf gekommen oder hast du dir das irgendwo abgeguckt oder so? Ein interessantes kleines Stachellabyrinth, was sich jetzt jedenfalls hier vor uns eröffnet. Und das wird insbesondere der Abschnitt hier schon mal ein bisschen gemein. Oder auch nicht. Geht ja im Endeffekt sogar ein ganz klein bisschen. Man muss nur wirklich sehr kontrollierte Scheiße machen. Es war, glaube ich, ein Sprung zu viel. Hätte ich mir eher klemmen sollen. Egal. Das ist trotzdem irgendwie ziemlich cool. Ich bin verliebt. Ich habe wirklich das Schlimmste befürchtet bei dem Level jetzt von 80 und habe mir so gedacht, okay, das wirst du jetzt sowieso nicht schaffen oder machen. Also ob ich das hier schaffe, ist wieder die andere Frage. Momentan sieht's ja eher nach nicht aus, aber ja, bei Aerial Wall Jumps, wie auch immer. Bei Aerial... Nee, Moment, wie heißt der Level? Aerial Wall Kicks. Ach so. Ich bin davon ausgegangen, dass der Level sich darum dreht, dass man eben Items irgendwo gegenwirft und dass man dann die Items quasi gesehen im freien Fall dann... dass man auf ihn landen muss und dann weiterspringen muss, und dann, damit es dann weitergeht. Irgendwie so ganz... glorreiche, komische Sachen halt, die man vielleicht als absoluter Mario-Spezialist und Profi drauf haben sollte, die ich mir bislang aber nicht wirklich zu eigen machen konnte. Ist ein bisschen irritierend hier mit den ganzen Sachen, die da drumherum passieren. Also die Käfer, die dann eben von der Kanone hier so weitergeschoben werden, das zum einen. Zum anderen die Feuerbälle, die da unten auftauchen. Natürlich, und die Kreissägenblätter, also Kreissägendinger, ihr wisst schon. Die sind jetzt auch nicht gerade super nett und laden zum Verweilen ein. Aber ich glaube, das erklärt sich fast schon ein wenig von selbst. Wir haben anhand des Weltrekords ja gesehen, dass diese Tortur hier eigentlich auch verhältnismäßig schnell... Verdammt! Es ist sehr wohldosiert, was man hier vollbringen muss. Dass diese Tortur hier verhältnismäßig schnell vorbei ist. Ich glaube 36 Sekunden oder irgendwie sowas war der Weltrekord. Also im Endeffekt ist man mit der Geschichte hier wirklich nur eine halbe Minute beschäftigt. Und das ist wirklich extrem, extrem cool. Da kann man... Ja, gut. Viel mehr würde mir eigentlich auch nicht einfallen, was man darum herumstricken könnte. Eben um diese Geschichte hier mit der Kanone, mit der man ja die einen nach vorne trägt und bei der man dann die Walljumps
vollführen muss. Vielmehr würde mir eben nicht einfallen, aber das ist ein cooles Konzept. Mit den ollen Stacheln und so. Kann man natürlich auch verschiedene Schwierigkeitsgrade, glaube ich, machen. Das hier wäre jetzt schon wieder so ein bisschen die Variante für Fortgeschrittene bis Profis. Aber ich glaube, man könnte das Ganze theoretisch auch ein bisschen netter machen. Für Anfänger eben. Weiß nicht. Ach man. Weiß nicht, ob das tatsächlich sinnvoll wäre, sich das vielleicht mal irgendwie so auf die Fahne zu schreiben oder so. Ihr wisst schon, die Leute meckern immer darüber, dass Super Mario Maker Level oftmals, also entweder sind sie totaler Schund oder sie sind einfach zu schwer. Man könnte ja durchaus auch ab und zu mal ein bisschen nett sein und eben auch ein paar nette Level kreieren. Es ist gar nicht so einfach, da hinten dann in den richtigen Rhythmus reinzukommen. Dass man eben nicht mehr springen muss und sich tatsächlich einfach nur fallen lassen muss. Genauso auch die Geschichte. Man darf das nicht unterschätzen. Mario rutscht schon wirklich verhältnismäßig schnell da herunter. Düpp, 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 düpp. Und deswegen, ja, es ist nicht so einfach, den richtigen Punkt zu finden, wo man dann verweilen kann. Damit man dann die ganze Passage einfach nur nach unten rutschen kann, so wie jetzt zum Beispiel. Das ist nicht so einfach. Aber es soll ja auch nicht einfach sein, denke ich mir jetzt mal. So, blups, blups, blups und... Ach, verdammt! Ich weiß nicht, ob ich es mir hätte trauen können. Das sah hinten irgendwie schon wieder zu doof aus. Ich hatte das Gefühl, dass Mario im nächsten Moment sofort von einem Stachel am Schuh getroffen wird. Und ja, das wollte ich halt nicht riskieren. Vielleicht mache ich mir aber wirklich zu viele Sorgen. Und sollte das Ganze ein bisschen lockerer dort hinten sehen. Im Endeffekt habe ich die meisten Tode ja jetzt bislang eigentlich dadurch erlangt. Nicht, dass ich rutsche, sondern... Ah, das ist schön. Sondern dadurch... Wow. Sondern dadurch, dass ich nochmal gesprungen bin. Bap, 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 bap. Cool. Cooler Level. Coole Idee. Hat mir sehr gut gefallen. Und sehr viel Spaß gemacht. Kann durchaus verstehen, dass das... Oh, nicht der Weltrekord. Egal. Es war knapp dran. Es waren übrigens nur 27 Sekunden. Okay, interessant. Ja, da kann man definitiv, glaube ich, noch was draus machen. Und dann prinzipiell könnte man ja auch noch mit einer zweiten Ebene arbeiten und so. Dann könnte man zum Beispiel hier am Ende dann Checkpoint setzen und dann noch mit einer Röhre dann eben noch in jemanden in eine zweite Ebene schicken und so weiter und so fort. Also das würde eigentlich auch funktionieren. Da könnte man dann nochmal weitermachen. Irgendwie so. Hat mir sehr gut gefallen. Danke dafür, dass es mir, / uns gezeigt hast, AD. Vielen, vielen Dank. Na gut, mal gucken, was der nächste Level so hergibt. Eigentlich bin ich gerade in der Zeile verrutscht. Ich wollte von jemand anderem den Code aufschreiben. Aber jetzt bin ich halt wieder bei Triss gelandet. Und dann können wir jetzt auch den letzten Level von Triss spielen. Big Boo's Icy Castle. Okay, das ist ein wunderbares Schloss, in dem irgendwie teilweise auch ein bisschen Eis rumliegt. So hört es sich zumindest an. Ah, und man bekommt einen kleinen Helm geschenkt. Das ist ja nett. Lord Helmchen ist unterwegs. Aha. Ich kann den Helm nicht absetzen, muss ich dazu sagen. Das ist ja schön. Der Helm ist gar nicht zum Aufsetzen gedacht. Sondern stattdessen soll man das Ding mit sich herumschleppen. Na gut. Kriegen wir hin. Kriegen wir eindeutig hin. Ah, da rechts wäre es nicht weitergegangen, nur kleine Muncher, die ganze Zeit vor sich hin quieken. Lups, lups, soll ich hier oben bleiben? Ich weiß es nicht. Münzen, bitte tötet mich nicht! Ah. Stattdessen tötet mich meine Angst. Ich habe nicht wirklich damit gerechnet, dass da unten, also, ja. Ich habe nicht damit gerechnet, dass da unten etwas kommt oder dass überhaupt etwas kommt. Oder kann man das so ein bisschen verstehen? Das war jetzt ein bisschen fies. Da rechnet man im ersten Moment ja nicht mit damit rechnet man im ersten Moment ja nicht,
dass da eine ein Achterbahn-Dingens steht, auf das man sich auch noch wow verlassen kann, mehr oder weniger. Ich soll hier gar nicht hin, oder? Ich hätte im richtigen Moment springen müssen? Was? Okay, ich glaube, ich muss einfach wieder zurückgehen. Ups, ups. Wo setzt mich die Tür raus? Au. Cool. Aha. Ist das jetzt noch der richtige Weg? Es ist Checkpoint, es ist, ich glaube, es ist ganz okay. Gut. Machen wir mal so. Au. Auch das wollte ich so nicht. Machen wir doch lieber mal so. Auch nicht richtig. Machen wir mal so. Auch nicht richtig. Machen wir mal so. Das war richtig. Und das könnte jetzt gleich mein freudenstrahlender P-Block werden, mit dem ich hier rüberkomme. Nette und coole Ideen. Die bisherigen Level von Triss, die waren ja... Oh Gott! Das war... Ja, schön. Dip, dip, dip. Die bisherigen Level von Triss, die waren ja alle eher einfacher Natur. Verhältnismäßig simpel zumindest. Das hier ist jetzt aber tatsächlich mal, der scheint ein bisschen mehr dahinter zu stecken. So richtig schöne kleine Herausforderung. Bisher auch alles ziemlich cool und halbwegs logisch aufgebaut. Ach verdammt. Ja. Kann ich direkt wieder zurückgehen? Aber es bringt gar nichts, ne? Der P-Block ist ja sowieso weg. Ah, geil. Düp, düp, düp. Warum bin ich beim Anfang, beim ersten Mal da jetzt ein bisschen flotter drüber gekommen? Ich weiß nicht. Das ist so... Man muss da einfach ganz, ganz, ganz schnell sein. Wovor ich halt wirklich Respekt und Angst habe. Ich bin so dumm. Wow. Nicht gestorben. Wovor ich wirklich Respekt und Angst habe, ist eigentlich... Der... Ja, genau, das mit der Feuersäule. Och, verdammt. Man rechnet im ersten Moment einfach nicht damit, dass da so etwas kommt. Und das macht einem im ersten Moment ein bisschen Angst. So, hier hast du wieder nicht an der... Was? Aha. Aha, aha. Okay, war alles richtig. Ich dachte jetzt echt, dass ich dann nochmal auf die Plattform hätte gemusst hätte. Also das wäre ein bisschen mega fies gewesen. Aber nur ein bisschen. So. Was ist hier los? Keine Ahnung. Wir machen mal so. Lups. Aha. Aha. Ja, war glaube ich nicht so verkehrt. Und dann machen wir so. Und dann machen wir so. Und dann machen wir was. Dann machen wir Yoshi. Aha. Und dann nehmen wir Yoshi mit. Soll das so? Ich weiß nicht genau, ob du dir das dabei gedacht hast. Ah. Upsala. Wow. Und da habe ich, ja, Big Boost geschlossen. Und da habe ich sogar geschafft, Yoshi mitzunehmen und ihn nicht zu opfern. Tja, habt ihr mit gerechnet, ne? Dass ich den lieben Yoshi opfere. Habt ihr aber falsch mit gerechnet. Denn ich bin ein netter Hering. Und ich achte meine Freunde. Oh ja, das tue ich. Gut, lieber kleiner Buhu. Du bist besiegt. Und wir verleihen Triss einen weiteren Stern für seine wunderbare Levelkunst. Sehr schönes Schloss, herausfordernd. Aber alles gut und schön aufgebaut und so. Fast schon ein bisschen sehr fies mit der P-Block-Strecke, die man da absolvieren muss. Aber wirklich nur wegen dem einen komischen Feuerstrahl, der einem da entgegenkommt. Aber ansonsten alles ja sehr, sehr nett und schön. Wir haben nur schöne Level heute. Das ist ja herzallerliebst. Könnte gerne so bleiben, wenn es nach mir geht. Ja, ob es jetzt tatsächlich nett heute bleibt, das ist die ganz gute Frage, ganz große Frage. Wir widmen uns einem Level von Dashi, A Horrific Challenge, im New Super Mario Bros. U Look. Auch wieder ein Schloss, so wie es aussieht. Und das Ganze hier könnte unter Umständen eine sehr große und sehr schöne Herausforderung sein. Okay, cool. Wie springe ich da am besten rein? Ich weiß es noch nicht. Düp, düp, düp. Ist ja eigentlich nicht so schlecht. Oder so schlimm. So. Nö, ist wirklich nicht. Okay. Okay. Dann machen wir mal so.
Machen wir mal so. Machen wir mal so. Machen wir mal. Erstaunlicherweise nicht gestorben. Aha. Wo das ist ja mega fies. Danke. Die explodieren einfach so auf der Hälfte der Brücke. So. Wow. Okay, alles klar. Funktioniert. Funktioniert, funktioniert, funktioniert. Okay. Hering ist on fire heute. On fire. Hilfe. Huhiha. Kommen hier noch böse andere Überraschungen? Immer wenn dieses komische... Ja, komische andere Überraschung. Immer wenn sich der Bildschirm so komisch färbt und so, ne? Man hat ja schon auf eine gewisse Art und Weise Angst. Ich glaube, das kann man durchaus so festhalten. Was ist das hier? Soll man hier oben hin? Ich weiß es nicht. Warum sind die Dinger hier alle so kurz? Ah, hier ist ein Checkpoint. Danke dafür. Ist mir egal, dass ich hier klein bin. Hauptsache, ich habe einen Checkpoint. Hauptsache, ich habe einen Checkpoint. So, was muss ich hier tun? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Einfach nur in die Röhre. Nur in die Röhre. Mehr wollen wir gar nicht. Das mit dem Checkpoint ist eigentlich eine nette Idee. Dass der so ein bisschen versteckt ist und auch ein bisschen schwierig zu erreichen. Ich bin gespannt, ob mir der Checkpoint tatsächlich etwas nutzen wird, unterm Strich. Wenn ich dann... das ist ja ekelhaft. Wenn ich dann wieder respawne, kann nämlich gut sein, dass der Checkpoint auch eine kleine Todesfalle ist, aber... Was zum Teufel? Oh, als ob das sein müsste. Ey, hätten Kanonenkugeln nicht gereicht? Ja, genau, sowas in der Art habe ich mir nämlich gedacht. Kann nämlich auch sein, dass der Checkpoint eine kleine Todesfalle ist. Okay, man kann es überleben, aber man muss sofort drücken. Wow. Bin trotzdem ganz froh, dass ich den Anfang nicht nochmal spielen muss. Ja. Auf Schwimmpassagen hatte ich jetzt zugegebenermaßen aber trotzdem nicht so viel Lust. Hätte ich auch gut und gerne drauf verzichten können, offen gesagt. Insbesondere, wenn es dann so ein Hackmack ist mit du wirst verfolgt, du wirst verfolgt, du wirst verfolgt, du wirst verfolgt. Das ist so ein bisschen fies und unschön. Und macht halt nur bedingt Spaß. So, ich warte mal kurz ab, weil ich den Lava-Blub da weghaben will. Genau. So, ja, ja, ja. Nein, nein, nein. Oh bitte, oh bitte, oh bitte. Der Rote, er war schneller als ich, oder? Was zum Teufel soll man hier bitte schön machen? Aha. Okay. Kann sein, dass was ganz Cooles dort in der Fragezeichenkiste war. Ich habe keine Ahnung. Ich werde es jetzt auch nicht mehr herausfinden können. Teufel. Willst du... Ich war jetzt gerade sehr irritiert. Vor allem, dass der Bildschirm nicht weiter nach oben gescrollt ist. Ich habe vermutet, dass man da oben jetzt Wandsprünge machen soll. An den beiden Steindingern. Vielleicht soll ich es erstmal beobachten, bevor ich irgendwas anderes mache. Wir haben ja gesehen, dass es nicht gut ist, wenn ich irgendetwas überhastet versuche. Nö, nö, nö. Das heißt, wir nehmen uns jetzt das nächste Mal einfach ein bisschen Zeit. So, hier auch wieder ein bisschen Zeit nehmen. Vielleicht will ich jetzt ja doch mal gucken, was in der ollen Fragezeichenkiste da oben zu finden ist. Auch wenn der Wiggler mir dafür echt... Es sieht so aus, als würde er mir weitestgehend wirklich die Tour vermasseln. Diesbezüglich! Wow. Nö. Alles gut. Alles schön. Jetzt bin ich sogar groß. Gut. Gucken. Was ist das da überhaupt? Das ist ein Lava-Blub, oder? Das ist ein Lava-Blub. Willst du? Und wie macht man das mit dem Wump? Kann man nicht auch so machen? Ach so. Ah, jetzt fährt es weiter nach oben. Das ist ja interessant. Ja. Gut, Feuer halt nicht, weil muss ja nicht. Aha, okay, da oben sind Manscha oder so. Interessant. Ja gut, dann sind diese komischen... Dann kann ich es mir schon vorstellen. Oh, das scheint ein langer Abschnitt zu sein, oder? Kann das sein? Ja. Ja, gut. Alles klar. Ich verstehe dies. Es ist trotzdem... Ich bin so dumm. Ja, dann man sollte natürlich auch erstmal drauf warten, bis das Ding wieder zurückfährt. Okay.
Finde ich trotzdem ein bisschen... Bisschen fies? Bisschen... Viel fies? Bisschen richtig fies oder so? Dadurch... Die Idee ist gut, ja. Aber, du hast es ja selbst gesehen, der Bildschirm scrollt nicht richtig hinterher, wenn man da so springt. Und im ersten Moment ist man dann natürlich ein bisschen überfordert und verwirrt. Und ja, dann funktioniert das nicht so toll, wie es sollte. Ich glaube, es würde schon mal ein bisschen helfen, wenn diese Steindinger nur einen Teil weiter noch nach unten gehen würden. Damit der erste Sprung nicht so beknackt ist an die Steindinger heran. Aber das ist jetzt nur so meine Idee diesbezüglich. Kann auch sein, dass ich totalen Schmonsens labere. Okay. Ja, ja. Alles gut. Alles klar. Alles schön. So. Ja. Ja. Und er macht's nicht. Er macht's im ersten Moment nicht. Ich wollte einen Wandsprung machen, aber es ging nicht. Er hat sich nicht festgehalten. Es tut mir leid. Er hat sich an der Wand nicht festgehalten. Jo. Ist ekelhaft und doof. Insbesondere auch so, wie der Wump da steht. Wie gesagt, es wär vermutlich simpler, wenn du es einfach noch einen Teil weiter nach unten gesetzt hättest. Dann ist der Sprung nicht so beknackt und man kommt leichter rein. Und muss jetzt vor allem nicht eine halbe Stunde warten und länger. Muss ich eigentlich auch gar nicht. Ich kann ja so machen. Und wieder so. Gut. Fängt das Ganze wieder vorne an. So. 1, 2. 1, 2 und vorbei. Ob ihr wirklich richtig steht. Schön. Da oben sind dann noch mehr Überraschungen. Manche haben wir gesehen. Ein weiteres Flammenputzi-Putzi haben wir gesehen. Herrlich. Wunderbar und herrlich. Wärt ihr mir sehr böse? Muss ich an der Stelle einfach mal fragen. Wenn wir die 100 Mario Challenge dann tatsächlich auslassen würden. Sofern es bei diesem Level hier jetzt noch ein bisschen länger dauert. Ich bin da echt am Überlegen, weil halbstündige und noch längere Parts von Super Mario Maker, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt gewünscht sind. Weil das immer vielleicht auch so ein bisschen repetitiv mit auf der einen Seite wird und auf der anderen Seite, ja, ach, ich weiß nicht, keine Ahnung, müsst ihr mir sagen, wie ihr das so handhaben wollt, wie ihr das so haben wollt. Ich glaube, 15 bis 20 minütige Mario Maker Parts wären eigentlich besser. Könnte ich mir zumindest vorstellen. In meiner kleinen Heringwelt. Ach, verdammt. Es ist so zum Kotzen. So. Wow. 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 Okay, sind keine Mannschaften da oben, sind Stacheln. Aha. Ich soll hier runter. Oh, bitte. Danke. Es war keine Falle. Ach so, das ist... Ich dachte, ich muss in die Röhre rein. Du bist ja ein kleiner Honky-Schmonk. Was zum Teufel? Ich bin bei diesem Lava-Blub-Muster hier total... Ich habe keine Ahnung, wann ich springen kann. Ich werde sterben. Nee, wenn der eine ganz hoch geht, dann kann ich springen. Jetzt. So. Okay. Schön. Nicht schön. Och, ganz ernsthaft. Du willst jetzt, nach der ganzen Scheiße, dann noch einen Bowser Jr. Kampf? Ach, leck mich doch. Das ist doch... Och, komm. Ernsthaft. Also okay, Bosskämpfe sind ja schön und nett, aber nee. Okay, da oben gab es noch ein Trampolin, zugegebenermaßen, ja, dann könnte man die ganze Geschichte abkürzen, aber das ist doch trotzdem. Ach, das ist doch, egal. Gut. Wir haben ja Zeit. Schöner Level. Ich kann auch froh sein bei der ganzen Geschichte, dass ich einen Checkpoint da oben aktiviert habe. Stellt euch mal vor, den gäbe es nicht. Stellt euch mal vor, den würde es nicht geben.
Das wäre echt lustig. Mann, 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 Mann. Man kann Level so lustig gestalten. Das ist unfassbar. Lustig, lustig, lustig. So. Lava Blub. Verschwinde! Das ist sehr nett von dir. Dankeschön. Lieber kleiner Wiggler der roten Freude. Komme mir hinterher. Denn das ist dein Sinn und Zweck in dieser Welt. Das ist er in der Tat. So. Pilzilein, du musst nicht traurig sein. Dankeschön. Mal gucken, ob ich es diesmal besser mache. Es wäre ja schon mal ein Anfang, wenn ich meine große Größe behalten würde. Ja. Indem ich zum Beispiel einfach mal besser spiele. Wow, 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 wow. Ich hätte jetzt mindestens schon 2-3 Dutzend Mal getroffen werden müssen. Wow, 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 wow. Runter und weiter. Und schnell. Und wieder eine halbe Stunde warten. So. Ne, jetzt ist der Rhythmus hier total anders, ne? Ist der Rhythmus jetzt hier anders? Ich glaube, der Rhythmus ist ja anders. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Oder? Moment. Einer hoch. Jetzt hätte ich. Jetzt könnte man. Was mache ich für eine komplette dämliche. Oh. Ja. Ja. Ja, ja, okay, gut. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. So, runter hier. Ja, mein Jabu. Ja. Vielleicht, wenn man groß ist, aber prinzipiell eigentlich auch nicht, weil da oben ist sowieso nicht genug Platz. Ach, was ist das für eine Scheiße? Was ist das für eine Scheiße? Wenn man groß ist, bekommt man dann etwas anderes aus dem Fragezeichenblock heraus? Vielleicht. Vielleicht bekommt man dann ja eine Feuerblume oder irgendwie sowas in der Art. Was mache ich hier für eine Scheiße? Okay. Es funktioniert trotzdem. Ich war mir die ganze Zeit nicht sicher, ob man tatsächlich unter dem Cheep Cheep dort unten entlang tauchen kann. Oder. Oder ob es dann nicht so fies ist, dass man trotzdem an der Mütze getroffen wird oder so. Irgendwie so ein Gedöns. Kennt man ja. Der liebe Mario, er ist nämlich sehr empfindlich an Sarina Mütze. Oh ja, das ist er in der Tat. Blobs, kleiner süßer P-Block der Freude. Ah, Ja, so viel Glück wie vorhin werde ich jetzt nicht wieder haben. Das sehe ich jetzt schon. So, blobs, blobs. Okay. Ah, ja, genau, das meinte ich. So viel Glück werde ich nicht wieder haben. Schön. Und nun stehe ich wieder vom selben Problem wie vorhin auch. Vom selben Problem wie vorhin auch. Selbes Problem. Problem, Problem. Wieder eine halbe Stunde beobachten und nicht wissen, wann man springen kann. Aha. Bei dem. Ich weiß es immer noch nicht. Da. Nö. Jetzt hätte man. Okay. Jetzt hätte man? Ja. Das ist gut. Nein! Gags. Mach doch keinen Blödsinn. Oh, Hering, nein. Bowser Junior ist schon direkt unter mir, oder? Ja. Gut, okay. Ach so. Ganz bescheiden dumme Frage am Rande. Das sind 2 Bowser Juniors, oder? Natürlich sind das 2. Warum sollten es auch nicht 2 sein? Ach, ist interessant. So kommt man also da hoch, ja? Das Trampolin steht total ungünstig, wenn ich das mal so sagen darf. Ups. Ups. Deswegen nehmen wir das Trampolin jetzt einfach mal mit. Und ja. Der Kampf selber ist jetzt nicht gerade episch oder irgendwie sowas in der Art. Ist einfach nur langweilig. Okay, cool. So, Bowser Jr. besiegt. Und nu? Optimalerweise eigentlich. Ich weiß halt nicht, wo es weitergeht. Das ist das Problem. Ist die Kanone. Wie ist die Kanone da rechts? Könnte ich darüber springen oder nicht? Bestimmt könnte ich nicht darüber springen, oder? Deswegen müsste ich eigentlich links entlang gehen. Aber links ist ein Scheißweg. Ich will links nicht lang. Ich weiß nicht, was ich tun soll.
Ich weiß es doch nicht. Bowser, verzieh dich. Danke. So. Ja, okay, cool. Zweite Chance. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Wow. Okay, jetzt bin ich einfach nur sauer. Einfach nur sauer. Oh, wie arschig ist das? Bitte, ey. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Das macht zum Zuschauen auch vor allem keinen Spaß mehr. So, andere Let's Player hätten jetzt schon längst geschnitten. Ich aber sage, nein, das lassen wir alles drin. Und ihr seid selber schuld, wenn ihr mir solche Level schickt. Ihr seid absolut selber schuld. Dup-dup-dup. Mal davon abgesehen, dass es auch einen relativ praktischen Grund hat, warum ich... Na gut, okay, bei Mario Maker wäre es eigentlich egal, weil ich ja sowieso hier die ganze Zeit noch am Rumschnibbeln bin bei den Parts. Dadurch, dass ich ja... ja, die Suche nach den Levelcodes und so mittlerweile herausnehme. Also bei Mario Maker wäre es mittlerweile egal. Aber tatsächlich drücke ich mich in den meisten Videos ja einfach nur vor Schnittarbeit wirklich. Aus einem ganz einfachen Grund. Weil ich, ja, die Mehrarbeit vermeiden möchte. Es tut mir leid. Ich bin ein sehr, 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 sehr bequemer Let's Player. Und deswegen versuche ich mir natürlich das Leben so einfach wie möglich zu machen. Das ist echt nicht so, weil ich euch nicht mag oder irgendwie sowas in der Art. Nein, das ist einfach nur... Es liegt einzig und allein im Endeffekt an meiner spärlichen Freizeit. Und... Ja. Ich bin dementsprechend nicht gewillt, mehr Zeit als nötig in diesen Kram zu investieren. Insbesondere, wenn es nur um Schnittarbeit geht. So. So. Sehr spannende Frage. Huhiha. Wie geht's jetzt hier weiter? Wie geht's jetzt hier weiter? Oh, Bowser Jr. Oh, Bowser Jr. Oh, Bowser Jr. Oh, Bowser Jr. Line. Cool. So, das war meine Rückversicherung. Aha. Ah, cool. Gut zu wissen. Gut. Okay. Einer besiegt. Und der zweite geht mir so derbe auf die Nüsse, dass ich nicht sterbe. So. Okay. Kann ich jetzt nicht springen? Weiß nicht, wie vor die Feuerbälle rumfliegen. Alles zum Kotzen. So. Warum dreht er sich jetzt eigentlich in die Richtung? Genau, das ist doch irgendwie unpraktisch. Aha. Ja, ja. Feuerbälle. Oh, ihr fliegt so schön. Hm, ihr fliegt so unfassbar schön. Oh, ich bin verliebt, wirklich, in diese ganzen... Warum fliegen die Feuerbälle so scheiße? Jetzt mal ernsthaft, wo kommen die überhaupt raus? Er speit doch gar kein Feuer mehr. Jetzt ist fertig. Okay, so, Moment. Achtung! Es ist einfach zum Kotzen. Ich möchte auf der Kanone landen und dann von der Kanone aus einfach weiterspringen. Ich muss da groß sein. Ansonsten schaffe ich das nicht. Ich kann natürlich auch versuchen, irgendwie mit einem Wirbel, mit einem Wirbler, weit genug nach rechts zu segeln, um dann vielleicht da drüben zu landen. Kann alles sein, dass das gerade so klappt. Aber ich glaube da nicht so hundertprozentig dran. Düp, 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 düp. Weil ich dann wirklich optimal von der... Ja. Also ich müsste optimal von der Kanone aus abspringen. Und wegspringen. Und überhaupt. Also, nee, nicht von der Kanone, sondern von der Wand. Und das stelle ich mir ein bisschen schwierig vor. Aber wirklich nur ein ganz kleines bisschen. So. Also. Wie wär's denn mal, wenn ich gleich wieder hier am Anfang den ollen Super-Pilz behalten würde? Wäre das eine Maßnahme? Wäre eine Maßnahme, oder? Was muss ich dafür tun? Ja, eigentlich nur an dem ollen Lava-Blub da vorbei. Ich habe keine Ahnung, wie ich da vernünftig an dem Lava-Blub vorbeikommen soll. Mir ist es vorhin gelungen. Also es geht, aber ich habe keine Ahnung, wie das auf normalem Wege funktionieren soll. So, okay, jetzt habe ich mir mal nicht 2 Stunden Zeit gelassen. Auch ganz nett, ne?
wenn der Hering mal ein bisschen schneller macht. So. Und... Wow, wow, wow. Okay, danke dafür. Oh, echt wirklich danke, dass die Kollisionsabfrage jetzt so gnädig war und ich dann nicht getroffen wurde. Hätten ja auch... Ja. Hätten ja auch ein bisschen arschig sein können. Ach. So, dupp-di-dupp-di-dupp. Und ein Bowser Jr. weg. Und wo ist der zweite? Wo ist der zweite Bowser Jr.? Ja, wo ist er denn? Na, komm doch raus. Dankeschön. So, besiegt. Okay. Okay. So. Och, bitte nicht schon wieder die Kacke mit deinen dämlichen Feuerbällen, die... Na gut. Eigentlich müsste es ja egal sein, oder? Ich glaube, eigentlich ist das... Ich hab's vergessen. Ich darf mir da ja auch keine Zeit lassen, sonst kommen die Feuerblups da raus. Es ist zum Mäusemelken. Es ist zum Mäusemelken. Das Problem ist, ich kann den Level auch nicht aufgeben. Weil das ist jetzt nicht so von wegen, oh, ich bin zu schlecht, ich schaff den Level sowieso nie. Sondern das ist zum Schluss einfach nur arschig. Und ich muss einfach nur mal das richtige Quäntchen Glück haben. Und dann schaffe ich das zum Schluss auch. Mehr ist das nicht. Das ist ja das Schlimme. So, bopidopidop. Und wenn diese ganzen Passagen hier zwischendrin nicht immer so arschlange dauern würden. Dab, da, dab, da, dab. Es ist ja so schön und nett, hier so rum zu schwimmen. Ja, ich bin genervt. Es tut mir leid. Dö. Aber ich habe meinen Spaß. Weil ich dieses Spiel spiele und weil ich sehr viel Zeit mit diesem Video hier verplempere und absolut keine Zeit habe, dann irgendwelche anderen Dinge nachher aufzunehmen. Hey, was soll's? Ist doch egal. Ein Video, zwei Videos, ist doch, was soll's? Man hat ja nur den Anspruch, täglich was hochzuladen, ne? Und man kommt ja nur am Wochenende dazu, irgendwas aufzunehmen. Ist ja klar. Dann hat man natürlich irgendwie ganz viel Zeit und Lust, um dann mal einfach so ein 40-50 Minuten Video zu erstellen. Das macht ja so unglaublich viel Spaß und Sinn. Ja. Es ist nicht wahr. Es ist einfach nicht wahr. Mann! So eine... Okay. Ich sag mal nichts dazu. Ne? So. Kleiner Bowser Junior. Ich möchte auf dich drauf. Ups. Ich möchte auf dich drauf. Ich möchte auch auf dich drauf. Ich möchte auf euch alle drauf. Ach komm! Ich hab... Also für einen kurzen Moment hatte ich jetzt gerade den Impuls, den Controller wegzuwerfen. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Okay, wow. Ist mir egal. Jetzt schneide ich doch raus. Ich spiele das jetzt für mich privat. Ich schneide es dann wieder rein, wenn ich es gerade schaffe. Bis gleich. So. Fertig. Ende Gelände. Eieieiei. Das war... Ja. Also hat mich jetzt noch ein paar Versuche gekostet. Bin ich ganz ehrlich. Und war kein Spaß. Hab jetzt zum Schluss auch die Bowser Junior Kämpfe so ein bisschen ignoriert unten. Ich glaube, das hat man jetzt eventuell gesehen. Je nachdem, wie ich es geschnitten habe. Ich weiß es nicht. Deine Zeit. 25 Minuten. Ja, ist klar. Gut, schön. Dann hast du hier deinen Stern. Und in den nächsten 3 Tagen spiele ich erstmal keine Level von dir.
100 Mario Challenge gibt's heute nicht, weil ich finde, das war Challenge genug. Und ich bin jetzt einfach, ich muss jetzt erstmal irgendwie abschalten. Keine Ahnung, runterkommen, keine Ahnung. Ich muss jetzt was anderes sehen. Für den Moment soll es dann erstmal wieder gewesen sein mit Super Mario Maker. Und ich sag dann einfach mal Chill mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.